Hallo zurück. Oh Gott, das war echt ein Schwachsinn hier gerade eben. Ich habe versucht mit letzter Kraft, der wollte einfach nicht pennen. Ich habe mir ein Feuerchen gemacht, jetzt nicht daneben gelegt. Das hat einfach nicht funktioniert. Also mal das Ganze jetzt nochmal. Und gucken, dass wir echt genug Holz zusammenkriegen. Dass wir irgendwie die Nacht schlafen können. Und ob wir jetzt erst noch ein Kaninchen holen. Schau mal. Mit viel Glück. Freezing. Ja. Den da habe ich den eigentlich ausgeräumt? Ne? Oh, okay. Den habe ich gerade völlig zersehen. Ah, den habe ich gerade völlig. Habe ich den. Hä? All I can think about is food. Ich kann nur an das Essen denken, das ist schön. Ah, doch, den hatte ich ja schon mal ausgeräumt. Hatte ich nicht irgendwas gegartet? Schimmelig. Essen. So. Besser das. Sonst klettern wir nochmal vorsichtig runter. Und gucken, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen was aufsammeln. Ins Gestrüpp. Ja, nehmen wir noch ein paar mit. Eins, zwei. Karnickelchen. Weil ich will unbedingt eins haben. Ich habe zwar die Aufnahme, also das. Ich bin ja jetzt gerade eben gestorben, das heißt, das Karnickelchen ist weg. Aber ich will unbedingt eins haben, weil das ist echt. Vielleicht kann ich mir da Handschuhe oder eine Mütze oder irgendwas draus machen. Aber ich habe kein Nähset. Naja. Hallo, Stein. So, zack, zack. Kanickelchen. Wir brauchen vor allem her noch. Oh, das war doch. Sorry Leute, aber das war doch, oder? Oh, scheiß Viech. Na danke. Aber jetzt haben wir ein Kaninchen. Tut mir leid. Super, und schon bin ich müde. Super, ne? Schlagartig. What? Ah, muss ich jetzt echt ein Feuer machen, oder was? Spiel. Wahrscheinlich klappt das jetzt erstmal nicht. Come on. Please. Please. Ja. Oh, auch noch. Ich sehe, ist es dunkel geworden, oder? Wo ist denn... Was? Wie denn? Ich hab doch... Wieso bin ich jetzt... Oh Gott. Goddamn freezing. Das heißt, ich kann mir die Kaninchen noch nicht heute holen. Das ist ja echt so wunderprächtig. Das heißt, ich muss erst ein bisschen Holz sammeln. Boah, hier ist mal immer Ausgang suchen. Oh, dieses Spiel ist nicht so. Jetzt werden wahrscheinlich alle sagen so. Ho, ho, ho.
Spiel mal normal Survival, das ist viel schlimmer. Ich brauche vor allem Holz. Ich brauche richtig viel Holz, weil ich muss nicht echt pennen. Da habe ich mir einiges rausgeholt. Ich habe noch genug. Diese 400 Gramm, die können hier noch ein bisschen rumliegen. Das ist nicht das Problem. Ja. Ja. Hallo? Da, ich wieder runter. Das heißt, die Kaninchen links liegen lassen, Holz sammeln. Ja. So. Aber eigentlich müsste er, wenn er rumsprintet, müsste ihm eigentlich doch warm werden. Das ist doch, das kann doch nicht sein. Ja. Ich befinde mich gerade in einer ziemlichen Scheißsituation, denn mir ist kalt und ich habe. Hallo, lauf zu, Junge. Habe müde. Ja, jetzt kippe ich nicht wieder weg. Schlafen stellt dann wieder zu viel wieder. Ich weiß. Ja. Schleppen uns hoch in die Höhle. Himmel. Herrgott, warte mal. Das Essen. Damit zumindest mal der Hunger weg ist. Ja. Wenn ich da jetzt hochkomme. Dann wundere ich mich aber nicht, wenn die erste Folge... Ja klar, ne? Erste Folge... Hallo? Das ist doch nicht zu fassen, Leute. Ich hab nicht... Hab ich genug Zeug? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube fast nicht. Was habe ich denn in Holz? 41. Man könnte es probieren. Man könnte es probieren. Boah, es ist dunkel wie im Affenarsch. Wo ist es hier da? Das heißt, wir machen uns hier erstmal ein Feuerchen. Wir müssen kurz aufwärmen, sonst sterben wir echt unter Kühlung. Das geht echt nicht. Come on. Das funktioniert nicht. That didn't work. Ja, danke. Herzlichen Dank. Ja. Hier so wenigstens aus dem kalten Wind raus. Eigentlich müsste es ja hier drin schon von sich aus. Wesentlich wärmer sein. Ich ärgere mich immer noch, dass Sprinten irgendwie den Körper nicht aufwärmt. So. Turned out pretty well. Hallo? Kann ich mal? Danke. Altholz, ja, zack. Stock. So, dann wesen wir zwei Pfeile nach oben für Wärmigkeit haben. Und dann gucken wir gerade mal, wie es uns hier so geht. Unterkühlungsrisiko, kaltes Wetter. Okay, warm Ort, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh. Gefroren, innere Schicht. Taut er gerade ab? Ich hoffe mal.
Und dann kann man sich überlegen, wo ist mein Karnickel? Ah, ich habe ja kein Karnickel. Geht ja nicht. Okay, Zubereiter gebutten. Du suchst mal aus, ja. Ich muss sie echt ein bisschen... ein bisschen aufwärmen. Jetzt gucke ich gerade mal, ob meine Socken auf sind. Mit tauchen meine Socken auf? Na, nicht wirklich, oder? 84%, 83%. Ah, doch. Ja, sie tauchen schon auf, aber Ne? They could eat anything. Wie sieht damit aus? Schimmliges Reh. Kann ich das nochmal... Nein, nicht Höhle verlassen, nicht wahnsinnig. Hä? Wieder verlassen? Nein, ich will Lagerfeuer essen. Schimmliges Reh, garen. Ich gare es nochmal. Achso, das war ja roh. Nochmal in die Mikrowelle, dann ist das besser. Ja, sieht gut aus. Es war schimmlig, ne? So, die beiden, die halten, die müssten eigentlich ein bisschen halten. Ich meine, das ist ja hier so... hoch verhaltbar gemachtes Essen, oder? Ja, Verwendung, da muss Luft getrocknet werden. Ein bisschen Dorm. So, ich denke mal, das sollte reichen. Jetzt sind wir ein bisschen aufgewärmt. Unsere Socken sind zwar immer noch durchgefroren, aber... nicht so, ah ja, hier, ja. Ich sammle Holz, wie blöd. Holz. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt das Bein gebrochen hätte. Ich war sauer geworden, ja. Holen wir die letzten 400 Gramm noch raus? Ja, holen wir. 400 Gramm, ja. Ordentliches Steak. Das passt schon. Alter. So, hier vorsichtig runter. Das ist eigentlich dieses komische Zeichen da oben jetzt. Noch mit. Und jetzt geht's den Karnickeln an den Kragen. Ich will unbedingt zwei Karnickel haben. Weil ich weiß nämlich, dass ich nächstes Spiel. Ah. Das kann da oben nicht weiter, oder? Ja. Nee. Okay, gib zu, das war zu weit weg. Karnickelchen. Mehr Vorhalt. Mann, wie lange retten das noch? Boah, ist er wieder zwei davor geworfen. Himmel, ist da nicht zu glauben. Jetzt haben wir keine Steine mehr. Da rennt's. Da rennt es.
Ah, das ist natürlich nicht ausgewählt, der Sack. Oh Gott. Das habe ich vorher gemeint. Ich bin voll der Kanickelkiller. Kann man so nicht bestätigen. Da, jetzt hängt fest. Wir haben eins. Tschüss. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Holz. Und dann müssen wir bald schon die Nachbarn treten. Die Nachbarn. Also wäre scheiße kalt. Naja, super. Jetzt muss ich mich beeilen. Wenn ich jetzt wieder hops gehe, nur weil ich, wenn mir zu kalt ist. Ja! Ich bin unterwegs! Hier ist Bewegung. Ich bin unterwegs. Sind wir bald in der Höhle? Boah, das ist echt so ätzend, hier langsam durchzukriechen. Ja! Das ist so knapp in diesem Spiel, das ist unfassbar. Ich renn. So, Höhle. Wo, ich sehe gar nichts. Hallo. Ah, da. Gibt es das alte Lagerfeuer noch? Ich glaube nicht. Oh, ich. Echt. Himmel, oh, das ist so ätzend. Ein kleiner Pixel, da. So, bitte lass mich in dieser Höhle mal schlafen, das gibt's doch nicht. Come on. That can work. Jetzt will ich diesen Pixel wieder suchen. Das kippelt nämlich wie blöd. Ja, Himmel, das ist das dritte Mal jetzt. Geht's noch? Ja gut, ich wollte gerade sagen, es ist windstill hier drin, aber wenn man ihn hört... Come on. Aber auf jeden Fall windstiller als draußen, oder? Mensch. Sag mal. Why didn't that work? Ja, allerdings. Viertes Mal. Dieses Spiel mag mich gerade nicht. Vor allem habe ich hier drin schon vorher gemacht. Das ist da, wo ich dann eben nicht... verreckt bin, weil ums Verrecken nicht schlafen wollte.
So, danke schön. Wie viele Stunden brauche ich denn? Jetzt gucke ich gerade mal aus. Frisches Reh. Habe ich noch was zu essen? Weiß ich nicht. Heizleistung 41 Grad. Na also. Das heißt, unsere Socken 59. Naja. Geht so. Ja. Frisch gegart. Dann nehmen wir. Das Ding zerlegen wir jetzt erstmal. Eine Haut und einen Darm. Knapp über eine Stunde. Kriegen wir hin. Und dadurch wird das jetzt. Nein. Garen? Wo ist denn mein Wasser? Ist das sauber? Ja. Trinken. Kurz mal einen Liter getrunken. Nö. Und wir essen noch hier ein Kanickelchen. Und das essen wir auch noch gleich. Wird nicht besser. So. Ich würde gerne schlafen. Kann ich das machen? Nicht, dass ich hier wieder genauso wieder blöd rumverrecke. Weil jetzt ist nämlich, glaube ich, draußen dunkel. Oh, okay, draußen ist dunkel. Ja. Nee. Could end up being useful. Das ist ein Schlafsack. Schlafsack. Ja. Ja. Kann ich den hier irgendwo... Boah, hab ich ein Schwein. Oder wahrscheinlich ist es so gedacht. Kann ich hier... platzieren. Da. Schlafsack. 5 Stunden schlafen, ja, ja, ja. Kaloriereserve, 6 Stunden, 7 Stunden. Ah, 7 Stunden können wir es mal gönnen. Oh. Ja, perfekt. Nein, das ist schwer scheiße dunkel hier. Feuer ist aus und ich sehe... nichts. Das ist nicht zu glauben, ja.
doch mal schlafen. Warte, Recovery Reserve 500, 3. Es ist immer noch Nacht, ja, ja. Nochmal. Schlafen wir noch 2 Stündchen. Und dann müssen wir uns echt nochmal einen Kanickel holen. Wo ist dieser Höhlenausgang? Das ist doch echt zum... Ich... Hilfe! Es ist... Also es ist... Das Video ist nicht kaputt, ne? Ich hab nämlich schon wahnsinnig Durst. Warte mal. Inventory. Wasser. Trinken. Nochmal 2 Stunden schlafen. Ich hab echt... Dann aber echt ein Kalorienproblem. So, sehe ich jetzt endlich was. Oh, da ist Gott sei Dank. Halt, ich habe doch bestimmt noch irgendwas zu essen hier. I need to find food. Geschmackloser, ja. Nehmen wir mal. Ah, das zieht sie gleich an. Das ist natürlich kaputt. Kaputt. Legen wir sie ab. Pelz. Naja, gut. Wie sieht's hier aus? Innere Schicht angezogen. Sind die immer noch? Nein, sind nicht mehr gefroren. Na dann.